An einem Tag wie Weiberfastnacht klingt es fast überflüssig zu sagen, jeder habe ein Recht auf seinen Rausch. Das ist aber keine Karnevalsfloskel, sondern ein Satz, mit dem eine Strafkammer des Landgerichts Lübeck das Haschischverbot als verfassungswidrig bezeichnete. Und schon begann die politische Diskussion. Aus Bayern, wo die Leute ja auch auf ihr Recht auf Rausch pochen, kam heute die Antwort des Innenministers Stoiber, der kritisierte: Wenn Richter Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, droht sich der Rechtsstaat ad absurdum zu führen. In Saarbrücken meinte stattdessen Innenminister Lepple, man solle Verbraucher weicher Drogen nicht kriminalisieren. Weshalb die Lübecker Richter die Bestrafung wegen Haschischs für verfassungswidrig halten, möchten wir jetzt von dem vorsitzenden Richter am Landgericht Lübeck, Wolfgang Neschkowitsch, wissen. Schönen guten Abend, Herr Neschkowitsch. Schönen guten Abend. Hatten Sie schon einmal einen Rausch? Ja, einen Alkoholrausch, ja. Aber nicht mit Haschisch? Nein, kein. Wie begründen Sie denn diese Entscheidung? Wir sind der Meinung, dass hier ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vorliegt. Der Gesetzgeber ist gezwungen, wesentlich Gleiches auch gleich zu behandeln. Er tut das nicht, indem er Alkohol, das eine erheblich größere Auswirkung auf den Einzelnen, aber auch auf die Gemeinschaft hat, straflos lässt und den Konsum von Cannabis-Produkten, der nach der Anhörung der Sachverständigen, die wir durchgeführt haben, erheblich weniger schädlich ist, unter Strafe stellt. Das ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Inwiefern ist Alkohol schädlicher als Cannabis, als Hasch? Wir haben eine lange Liste von Daten durch die Sachverständigen bekommen, in denen wir im Einzelnen nachvollzogen haben, welche intensiven Wirkungen der Alkohol hat. Wir haben 40.000 Alkoholtote. Die Hälfte aller tödlichen Verkehrsunfälle ist auf Alkoholeinfluss zurückzuführen. Eine Vielzahl gerade der Gewaltstraftaten ist auf Alkoholeinfluss zurückzuführen. Wir haben eine seitenlange Listen erstellt, die wir im Einzelnen die verheerenden Wirkungen des Alkohols aufgeführt haben. Beim Haschischkonsum konnten wir über die Sachverständigen, die gehört haben, keine vergleichbaren Auswirkungen für den Einzelnen und gesamtgesellschaftlich feststellen. Nun sagt man doch aber, Haschisch ist eine Droge, ist eine Einstiegsdroge für harte Sachen. Das ist etwas, womit wir uns auch beschäftigt haben. Wir haben die Sachverständigen auch dazu gehört. Und die haben uns in überzeugender Weise dargelegt, dass dies ein weitverbreitetes Fehlurteil ist. Einstiegsdroge ist nach übereinstimmender Auffassung der Sachverständigen vielmehr Alkohol und Nikotin. Das sind die eigentlichen Einstiegsdrogen. Und die Sachverständigen haben uns auch darauf hingewiesen, dass der soziale Kontakt mit dem Dealer, der sowohl die weichen und die harten Drogen hat, die eigentliche Umsteigegefahr herbeiführt. Nun sagt man ja immer, dass die Drogen dazu führen, dass es eine gewisse Beschaffungskriminalität gibt. Sehen Sie da nicht eine große Gefahr? Ja, das ist sicherlich zutreffend. Das gilt aber in erster Linie für die harten Drogen. Die weichen Drogen sind so relativ billig, dass die Beschaffungskriminalität in dem Bereich eine unerhebliche Rolle spielt. Also Sie sagen, dass der Alkohol die viel größere Gefahr ist als Haschisch wirklich? So ist das. Das haben uns auch die Sachverständigen gesagt. Das hat im Übrigen auch das Schweizerische Bundesgericht festgestellt, dass auch im gleichen Umfang Sachverständige wie wir gehört haben. Gibt es noch weitere Gründe, gesetzliche Gründe, weswegen Sie zum Verfassungsgericht gegangen sind? Es gibt weitere Gründe. Wir sind der Meinung, dass im Hinblick auf den geringen Gefährlichkeitsgrad es unverhältnismäßig ist, wenn der Gesetzgeber hier in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eingreift. Zum anderen sind wir auch der Meinung, dass der Staat die Verpflichtung hat, seine Bürger zu schützen. Der rauschwillige Bürger wird durch die ordentliche Gesetzgebung dazu gezwungen, wenn er sich legal berauschen will, die Droge zu nehmen, die erheblich gefährlicher ist. Das halten wir für verfassungswidrig. Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass man das Recht auf die freie Entfaltung hat. Das ist das Recht auf Rausch. So ist es zutreffend. Wer in die Geschichte der Menschen zurückblickt, der sieht, dass die Menschen sich immer mit Rauschmitteln versehen haben. So unterschiedliche Wirkungen es auch gehabt hat, die menschliche Geschichte ist ohne den Rausch nicht vorstellbar. Nun gibt es inzwischen ja eine politische Diskussion. Heute hat Innenminister Stoiber aus Bayern gesagt, solche Entscheidungen würden den Rechtsstaat ad absurdum führen, während der Innenminister des Saarlandes gesagt hat, die Konsumenten weicher Drogen solle man nicht kriminalisieren. Also die Äußerungen von Herrn Stoiber stellen einen unerhörten Angriff auf die Integrität eines deutschen Gerichtes dar. Herr Stoiber sollte sich daran gewöhnen, Entscheidungen eines deutschen Gerichtes zu respektieren, auch wenn sie ihm inhaltlich nicht passen. Wir sind nicht in der Ex-DDR, wo Richter das getan haben, was politisch Verantwortliche von ihm erwartet haben. Ich lasse mir von Herrn Stoiber nicht vorschreiben, wie ich zu urteilen habe. Zu den Äußerungen von Herrn Lepple, ich glaube, er liegt richtig. Ich halte es für schlechthin inhuman, Menschen, die drogenabhängig krank sind, zu bestrafen. Die Kriminalisierung von Kranken ist kein Mittel der Gesundheitspolitik. Vielen Dank, Herr Neschkowitsch.
Zu diesem feuchtfröhlichen, aber doch auch sehr ernsten Thema auch unser heutiger Kommentar. Joachim Wagner vom Norddeutschen Rundfunk. Wer niemals einen Rausch gehabt, ist auch kein braver Mann. Dieses Wort Martin Luthers mag die Lübecker Richter inspiriert haben, als sie aus unserem Grundgesetz überraschenderweise ein Recht auf Rausch hervorzauberten und daraus auch noch messerscharf schlossen, dass ein Teil unseres Drogenstrafrechts verfassungswidrig ist, nämlich die Strafbarkeit des Besitzes und des Konsums sogenannter weicher Drogen, also von Haschisch und Marihuana. Ein solcher Schluss mag auf den ersten Blick blanker Unsinn sein, ist es aber nicht ganz. Denn jeder Bundesbürger kann sich nämlich von Rausch zu Rausch taumelnd hier zu Tode saufen, ohne dadurch durch staatliche Strafe oder Fürsorge gehindert zu werden. 40.000 sollen dies jährlich tun. An Marihuana hingegen ist noch niemand gestorben. Sind Bier oder Wein aber deswegen auch schon gefährlicher als Hasch? Gibt es etwa ein Recht auf Hasch, weil das Trinken von Bier bislang glücklicherweise straflos ist? Mitnichten. Die entscheidende Frage nämlich ist nicht, ob Alkohol oder Haschisch gefährlicher ist, sondern die Tradition und die Art des Konsums. Wer ein Glas Wein zum Essen trinkt, tut etwas anderes, als einen Joint zu rauchen, um sich absichtlich zu berauschen. Das haben Richter Neskovic und seine Kollegen übersehen, wie sie ohnehin dazu neigen, die negativen Folgen des Konsums weicher Drogen zu bagatellisieren und die des Alkohols zu dramatisieren.